Hey Leute und willkommen zurück bei Die Sims 4. Wir sind gerade im Labor. Und was machst du, meine Gute? Analyse üben. Ja, das ist gut. Das musst du sowieso machen. Das freut mich ja. Und du bist konzentriert. Das ist auch schön. Objekt verbessern. Ach so, ja, nee. Das lassen wir dann jetzt mal. Und sie möchte schon wieder dieses Ding danach verwenden. Warum macht sie das so gerne? Siehst du, jetzt hast du nämlich gar nicht richtig die Analyse geübt. Ach Mann. Wir werden mal ein Element analysieren. Geht das hiermit? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ansonsten bitten wir den Kollegen einfach mal um den Kristall, beziehungsweise die Kollegin. Sie ist nicht mehr blau. Ach, krass, in der letzten Folge war sie noch blau. Schön, schön, da bist du also jetzt komplett aufgetaut, nachdem wir dich eingefroren haben. So, Sammlung analysieren. Ach, schön, dann ist das sogar richtig, was wir hier gerade machen. Und was hast du vor? Kunststück betrachten. Ah. Ja, du könntest eigentlich mal wieder was malen, wenn wir zu Hause sind, ne? Wie lange geht dein Arbeitstag? Bis 19 Uhr. Okay, duschen wäre nicht schlecht. Wow. Wie wild sie zippt. Ist ja unglaublich. Ich hoffe, du findest auch etwas Interessantes raus. Und, oh Moment, Analyse erfolgreich, hat nützliche Informationen über dieses Element geliefert. Einen Kollegen einfrieren, bitte was, schon wieder? Ich bitte sie jetzt erstmal um einen Kristall. So, über neueste Spiele, Froststrahl machen wir nicht schon wieder bei ihr. So, um Kristall bitten. Die mag dieses Gerät hier total, kann das sein? Pflanzenprobe analysieren. Ja, das müssen wir früher oder später sowieso machen. Konzentration ist bei logischen Aktivitäten von Vorteil, ja, natürlich. Du, hast du mal einen Kristall? Ja, danke für den Saphir. Tut mir leid, dass ich dich letztens eingefroren habe. Ja, werde ich nie wieder machen. Keine Sorge. Mit Fabian Löhrer plaudern. Oh ja, bitte. Wo ist denn Fabian Löhrer? Ist das der? Ja, natürlich. Wir plaudern mit ihm. Herbeirufen, über Arbeit reden. Lernen wir den guten Mann ein bisschen kennen. Oh, was ist hier los? Angie! Ihr macht Selfies während der Arbeitszeit. Ist ja unglaublich. Gehst du hin zu dem oder kommt der? Der gute Fabian. Ach, Fabian kommt. Das ist ja nett von dir. Mit Rosa plaudern. Nein! Ist er ein bisschen irre, dass er da vor der Tür stehen bleibt? Ah, doch, er kommt doch noch rein. Plaudern wir mal ein bisschen mit ihm. Ach ja, die verstehen sich bis jetzt ganz gut. Okay, ein lustiger Typ. Hat sie etwa Hunger? Das kann ja wohl nicht sein. Pass mal auf, mein Lieber. Weißt du, was wir machen? Wie sie ihn auch auslacht. Unglaublich. Oh nein, sie ist total schockiert. Oh, das findet sie gar nicht gut. Und sie findet es vermutlich auch nicht gut, dass wir so riechen. Na komm, wir brechen den direkt mal wieder auf. Oh, das ist ja echt nicht nett, wenn wir hier unsere ganzen Kollegen einfrieren. Ich hätte gehofft, die finden das lustig. Er ist sogar dunkelblau. Oh Gott, mein Lieber, das tut mir natürlich leid. Schmeicheln. Ja, das ist immer gut. Ja, du, deine blaue Hautfarbe ist echt schön. Mhm. Ja, gefällt mir. Gefällt mir, dass du so zur Arbeit kommst. Mhm. Ja, ich glaube, ich stink ein bisschen. Und sie sollte jetzt tatsächlich auch mal duschen gehen. Ich meine, wenn wir gerade schon mal hier sind, dann können wir auch zwischendurch mal duschen und möchten ja nicht unsere Kollegen hier beeinträchtigen mit unserem Geruch. Was müssen wir machen? Den Momentum-Kondensator beobachten. Okay, Konservator, nicht Kondensator. Kondensator ist auch gut. Einen Kollegen um ein Metall bitten und natürlich wie immer die Analyse üben. Du hörst mal auf, da zu quatschen. Das ist der Moritz, ne? Ja, genau, der Moritz, der auch jetzt hier mal am Rechner sitzt. Hier ist gerade nichts los. Was macht die Dame an der Rezeption? Sie telefoniert, die Alina Förster. Okay, oh, was machst du? Ach, du wäschst dir nur die Hände, okay. Ich blende noch mal kurz die ganzen Wände ein. Oh, eine Überwachungskamera sogar. Man schaut sich hier viel zu selten um, wenn man die Wände nicht eingeblendet hat. Und es geht ja noch nach unten, stimmt. Oh, da freue ich mich so drauf, wenn wir hier mal mit den ganzen Gerätschaften irgendwas machen können. Ansehen.
Das ist ein Kopf, oder? Leute, das ist ein Kopf. Nee, das ist ein kleiner Zwerg. Ach, wie cool. Das ist echt witzig. Was kann das hier? Ah, das ist eine Dusche. Ach so. Das kann man nur ansehen. Das kann man auch erstmal nur ansehen. Hallo, auch nur ansehen. Auch nur ansehen. Ja, das wird hier alles vermutlich ein wenig später kommen. Wenn wir dann ein bisschen aufgestiegen sind. Ja, ich liebe Duschen. Und wenn du dann schon mal hier bist, dann kannst du auch zur Toilette gehen. So, einen Kollegen um ein Metall bitten. Das könnten wir doch dann mal beim Moritz machen. Der war doch das letzte Mal auch so nett zu uns. Nach Gehalt fragen, nein. Freundlich, um Metall bitten. Das war dann jetzt einfach eine kurze Mittagspause, in der sie mal duschen und auf der Toilette war. Huch, wer singt denn hier noch? Ist das der Moritz da unten? Ist der gut drauf? Kann das sein? Weil er wieder mit irgendwelchen Leuten da chattet oder in Foren provoziert. Der gute Mann. Von Herzen kommendes Kompliment. Über Büroaffäre tratschen. Ja, ich wüsste gerne, wer hier die Büroaffäre ist. Vermutlich ausgerechnet er und dann noch mit der Rosa Rainbow. Oder aber mit der blöden Rezeptionistin, die irgendwie den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu telefonieren und sich immer wieder vor ihre Rezeption hier zu stellen. Und natürlich mit ihr hier quatschen, mit Lena Grünwald. Warum so idyllisch? Oh, diese Stimme, unglaublich. So, danke für das Spekonium. Ja, wirklich nett von dir. Jetzt wird es aber für mich mal Zeit, eine Pflanze zu gießen. Ich muss ja auch mal ein bisschen vorankommen. Garten pflegen. Kannst du nicht einfach nur gießen? Das reicht doch schon. Bewässern. Da, du, ich hätte jetzt wirklich gerne einen leckeren Cupcake. Aber ich muss jetzt die Pflanzen gießen. Oh, Ronny. Ja, ja, also du bist ja sowieso da nur am Chatten. Ich gehe dann jetzt mal, höre ein bisschen CD und gieße die Pflanze. Hihi. Ach, schön. Also ich habe das Gefühl, arbeiten tun die anderen hier auch nicht wirklich. Was machen die beiden Mädels jetzt? Ach, sag bloß, es wird doch gearbeitet. Hey, das ist ja mal ganz was Neues. Eine Pflanze gegossen. Das ist schön. Können wir noch mehr damit machen? Nein. Kollegen kennenlernen, Analyse üben. Ja. Bringt das was, wenn wir das Ding hier nochmal betrachten? Ansehen. Oh. Oh, Madame arbeitet doch mal ein bisschen und experimentiert. Oh. Ja, das war's aber schon. Jetzt wird's Zeit, an den PC zu gehen, oder? Natürlich. Was auch sonst. Ich glaube, wir werden mal eine Stunde länger bleiben. Damit wir das auf jeden Fall noch hinbekommen. Wir möchten ja vorbildlich arbeiten und so viel wie möglich hier erledigen. Ja, deshalb starre ich einfach mal diesen Momentum-Konservator an. Ja, den habe ich ja erfunden. Naja, ich hoffe, ihr könnt euch alle noch dran erinnern, als ich den erfunden habe. Ja, das war ja mein Verdienst. Naja, gut. Wir werden den Saphir mal analysieren. Ich möchte mal wieder was Neues erfinden. Und vor allem irgendwelche Dinge, die wir zusammen... Was ist das denn? Schließen, Escape? Stand das da schon die ganze Zeit? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hoffe nicht. Nee, aber ich möchte auch mal wieder irgendwas Lustiges zusammenmischen und dann trinken. Sodass hoffentlich was Witziges dabei herauskommt. Wo ist denn eigentlich unser Kollege, der Fabian? Der blaue Fabian, wo ist der? Ist der vielleicht oben? Nein. Ist der im Keller? Nee, ist er auch nicht. Hat der schon frei? Ah, nee, da hinten ist er. Gut, könnt ihr beide euch darüber unterhalten, wie es ist, blau zu sein? Na, ist doch immer das Gleiche hier bei der Arbeit. Die anderen tun nichts und ich muss hier alles analysieren, ne? Ja. Hat nützliche Informationen über dieses Element geliefert. Ja, was denn für nützliche Informationen? Und warum... Warum hat es nicht funktioniert? Ein Metall analysieren. Ah, klar, weil das Kristalle sind. Haben wir kein Metall mehr? Moment. Analyse? Flora. Nee, Flora ist ja nur Flora. Nee, dann brauche ich ja schon wieder Metall. Pass mal auf. Um Metall bitten. Ach, er ist nicht mehr blau, Mensch. Das ging ja schnell.
So, du hast noch mal Metall für mich? Ja, wäre voll nett. Ich muss nämlich hier noch ein bisschen analysieren. So, und jetzt geh mal weg hier. Ja, ja, ich analysiere jetzt das Schwermetall. Ja, das ist so schwer wie du. Du bist ja auch ein schweres Metall, ne? Kumpel, gehst mal bitte weg hier. Gehst mal weg hier. Ja, ja. Ja, tschüss, ist mein Arbeitsplatz. Ja, flieg in Urlaub. Mir doch egal. So, auf Wiedersehen, ja. Das brauchst du jetzt auch nicht mehr sagen. Ich glaube, das wird heute echt knapp, ne? Kann das wohl sein? Ich weiß nicht, wir könnten ja... Oh, mit Roboter plaudern. Oh ja, das möchte ich gleich auch mal machen. Dann analysiere erstmal das Metall und dann wird da auf jeden Fall ein bisschen mit dem Roboter gequatscht. Freundschaft schließen. Mit Clementine plaudern, ja, ich weiß ja nicht. Ich habe ja immer noch ein bisschen Angst, dass sie bei der Alien-Entführung schwanger geworden ist. Das wäre ja der Super-GAU, wenn wir dann ein Alien-Baby hätten, anstatt eins mit Ronny. Das wäre sehr lustig. So, bei der Analyse der Schwermetallprobe hat Julia Spuren eines anderen Materials gefunden. Ah, und folgendes isoliert. Ein Ozinolt, Nolt, was auch immer. Warum so idyllisch? Ja, ich rede immer gern mit Robotern. Ja, du bist ja der beste Roboter der Welt. Das war's schon. Und der Arbeitstag endet in einer Stunde. Ja, Mann, einen Kollegen einfrieren, Kollegen kennenlernen. Ich hatte gehofft, sie plaudert da jetzt ein bisschen... Sie plaudert doch. Kann sie nicht den Roboter kennenlernen? Geht das nicht? Erfindungsbauer, Brainstorm. Mit Roboter plaudern. Nee, schade. Na, wie wär's denn mit der Rezeptionistin? Da könnten wir uns doch mal freundlich vorstellen, wenn das jetzt nicht alles zu lange dauert. Wahrscheinlich aber doch. Ja, du kannst dann zu Hause erstmal was essen, natürlich. Aber diesmal gibt's nur Salat für dich. Jetzt fängt nämlich die Diät für dich an. Ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Julia, auch bekannt als Lama. Kann sein, dass es dich nicht interessiert, dass ich dich volllabere? Ja, ja. Ich wollte dich gerne kennenlernen. Sie hat überhaupt kein Interesse. Oh, Manu, warum denn nicht? Über Logikrätsel reden, nach Tag fragen. Ja, was hat's heute so gemacht? Staub gesaugt oder was? Ja, draußen scheint die Sonne und wir sitzen hier drin, ne? Ganz schön blöd. Ja, du bist auch nicht gerade die Gesprächigste. Bisschen schade. Ich bin Julia, hab ich ja schon gesagt, ne? Schicht beendet. Und sie wurde befördert und ist jetzt Jungbastlerin. Okay, Tischlampe, fliegende Untertasse, neue Kleider. Und die nächste Schicht beginnt am Donnerstag. Okay. Ach Mensch, Julie steht hier auch noch rum. Na, so ein Zufall. So, du hast erstmal Hunger. Das ist in Ordnung. Und ich bin dafür, dass du dir jetzt mal einen Salat machst. Wir haben ja nichts anderes. Oh Gott, das ist ein Burger. Ach nee, das ist das Brathähnchen. Nee, nee, pass mal auf, meine Liebe. Mach dir mal einen Salat. Kochen. Tortillas, Eier und Speck, das ist alles nicht so gesund. Gab es nicht sowas, Mozzarella mit Tomate oder so? Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass irgendwie sowas da stand. Nein. Ach so, da, Specksalat, Tomatensandwich. Na, ich weiß ja nicht, Fähigkeit, Preis. Man sieht aber auch nirgendwo irgendwie die Kalorien, ne, um zu wissen, ob das jetzt was Gesundes ist oder nicht. Moment mal. Bevor du ins Bett gehst. Was ist denn mit dem Grillen? Grillen, Kräuterheilmittel, Hähnchen, Hamburger, gegrillte Früchte, Fruchtpastete, das klingt doch gut, beliebiges Obst. Meerauswahl, Würstchen und Bohnen, Veggie-Burger, Tofu, Steak, Ofenkartoffel. Nini, dann würde ich sagen, machen wir echt mal die Fruchtpastete. Würde ich auch ganz gerne mal sehen, wie das Ganze aussieht. Und wie geht es euch? Ronny ist am PC, dem geht es soweit gut. Du hast ein paar soziale Probleme, meine Liebe, ne? Pass mal auf, du brauchst gar nicht an den PC gehen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Du kannst mal dein Alltagsoutfit anziehen. Und dann rufen wir einfach mal wieder jemanden an. Wie wäre es denn mit der Kitty? Einladen, hier abzuhängen. Die war nämlich schon so lange nicht mehr da. Ist sie noch bei unseren Liebschaften drin? Ja, ist sie noch, aber sie ist nicht mehr verliebt in uns.
Ja, Kitty, ich bin's. Ja, ich habe jetzt eine andere Haarfarbe. Willst du vorbeikommen und dir die angucken? Wäre voll schön. Ja, komm doch bitte vorbei. Ja, schön. Oh, Kitty, komm, das freut mich wirklich. Dann kann auch noch der Ronny ein bisschen mitplaudern, wenn er denn möchte, wenn er Lust dazu hat.